Julian Walker, zweimal hat man geführt in dieser Partie. Welchen Vorwurf muss man sich machen, dass man heute das Spiel doch nicht gewinnen konnte? Ja, wahrscheinlich am Schluss ist es die Strafe. Boxplay hat vielleicht auch nicht so verhaben, wie man es normalerweise kann spielen kann. Und nachher, ja, sagen wir, im Kopf sind wir vielleicht 5% haben wir es vielleicht zu viel ablenken, wo am Schluss vielleicht die nötige Energie gefehlt hat, wo wir gleich eigentlich am Schluss noch eine Chance hatten, um wenigstens in die Overtime zu gehen. Die Energie gefehlt, aber jetzt, das ist immer so die Diskussion, haben wir das halt gleich gespürt, das Spiel von gestern im Zug und Biel, wo gar nicht zum Einsatz kam, ist an dem Wochenende, mit Ausnahme von heute? Nein, das nicht. Ich glaube, das ist schon mal meine Reaktion zeigen von dem Auftritt von gestern. Aber ich meine, irgendwie, sagen wir, vielleicht nicht die Energie gefällt, aber vielleicht die Energie falsch eingesetzt. Wir haben gleich ein bisschen ablenken mit den Entschädigungen von der Schiedsrichter. Und wenn man vielleicht dort ein bisschen, gut, ist immer einfacher gesagt als gemacht, aber wenn man vielleicht die Energie besser einsetzen kann, dann können wir vielleicht am Schluss den Ausgleich noch machen. Aber ja, es ist, wir sind schon ein bisschen erregt der Nase. Wie sehr nehmen sich dann auch an der Nase, vielleicht auch, dass man im dritten Drittel vielleicht auch ein bisschen zu defensiv war gegen so einen Gegner mit nur einem Goalunterschied? Ja, vielleicht schon der ganze Match hat sich ein bisschen durchgezogen. Ich glaube, Läufer ist ein super Team. Wir wussten, wir können genauso Schrittschuhe fahren, aber wir müssen einfach vielleicht den Körper mehr einsetzen. Das ist einfach nicht so gerne. Und da sehen wir, das Spiel ist, manchmal haben wir viel zu kompliziert gespielt, anstatt einfach die Scheibe tief runterzugehen und sie leben von dem. Und das ist einfach, ja, auf der einen Seite zieht sie ab und auf der anderen Seite baut das Team auf. Und da sehen wir, ich glaube auch, Packmanagement ist einfach nicht genügend heute Morgen. Jetzt haben wir 0 Punkte in dieser Woche gegen 3 Teams in den Top 6. Wie fest tut es weh, wenn man da auf den Boden der Realität aufprallt? Ja, sehr. Wahrscheinlich die wichtigste Woche gewesen von dieser Saison und kein einziger Punkt. Das ist nicht unseren Ansprüchen entsprechend und enttäuschend.